Mensch, was drauf ist, Deutschland, jetzt kommen wir zu einem neuen Video von mir und in diesem Video machen wir etwas, worauf ihr euer ganzes Leben lang gewartet habt. Eigentlich überhaupt nicht. Denn heute werden wir endlich mal wieder Call of Duty Warzone zocken, aber der Twist ist, ich werde Warzone spielen mit eurem Loadout. Ich streame öfters auf Twitch und Force, gleich mal von der gerne vorbeischaut. Da habe ich öfters gesagt, hey, gebt mir mal in meinem Discord-Channel, natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, joint gerne in meinem Discord. Da habe ich euch gesagt, hey, droppt mir mal eure Loadout-Sachen rein. Irgendwann wird der Tag kommen, wo ich eure Loadies austeste in Warzone und wenn sie schlecht sind, bekommt ihr einen Permawan. Ich sage mal so, Freunde, heute ist der Aim to Shoot dran. Ich habe zu meinen Zuschauern gesagt, hey, ich brauche eine SDG 45 Loadie, weil ich liebe die Waffe über alles. Also noch nicht lieben über alles, aber die ist ganz nice. Und er hat mir dieses Loadout hier gegeben. Ihr könnt kurz pausieren. Beleidigt ihn gerne in den Kommentaren, wenn er übertrieben scheiße ist, dieser Lodi. Und hier ist mein Lodi. Also, ich weiß, also ich habe alles nachgebaut, bis auf die Mündung. Die Mündung habe ich nämlich nicht. Alright, Freunde, wir gehen rein. Wie gesagt, ich hoffe, Aim to Shoot wird dieses Video hier sehen. Basht ihn auch gerne in den Kommentaren, Freunde, wenn ihr findet, dass diese Lodi-Waffe übertrieben Arsch ist. Ich bin mal gespannt. Wir droppen natürlich, wie auch sonst, auf Control Center. Ich bin mal gespannt, Freunde. Ich bin heute nicht aufgehört, alright, alles beim Alten. Es gibt nur die Firecrackerin, die STG 44 und mich. Also, bevor wir die STG natürlich testen, muss ich... Nevermind, ich bin komplett aufgewärmt, ich bin der Beste. Ich bin komplett aufgewärmt. Vergesst alles, was ich gesagt habe, Freunde. Ich bin aufgewärmt. Ich bin der beste Spieler. Ich bin der beste Warzone-Spieler. What the fuck? Bro. Ich sehe ihn nicht. Bro. Mann, er ist so dunkel wie die Nacht. Ich wurde von Children geholt? Okay, kurze Teambesprechung, Freunde. Wait, ich spiele solo. Ich werde woanders landen. Ich werde irgendwo abseits landen, damit ich schnell Kohle verdiene, damit ich die STG 44 bekomme, right? Darum geht's in diesem Video. Ich brauche unbedingt mein Lodi. Oh, Lodi-Kiste. Okay, alright. Aim to shoot. Ich hoffe, du bist nicht zu sehr aufgeregt. Denn wenn die Waffe hier nicht performt, bekommst du einen Permaban. Oh, da läuft jemand. Okay. Ich gehe gleich in Angriff, Freunde. Oh. Okay. Oh, ja. Oh mein Gott. Wer hätte ich besseres Aim hätte ich ihn geholt? Die Waffe ist krass. Okay, ich gehe mal hier rein. Digga, oh mein Gott. Ich habe kurz mein Game lauter gemacht. Ich schaue einmal kurz zur Seite und dann steht ein Gegner da. Ist das krass. Okay, erster Kill, Freunde, mit der neuen STG 45 mit dem Lodi von meinem Zuschauer. Ist krass. Ich weiß nicht, woher der diesen Lodi hier hat, Freunde, aber es ist auf jeden Fall mies krass. Oh mein Gott, das ist krass. What? Die Waffe ist so krass. Die Waffe muss genervt werden. Die ist viel zu overpowered. What the fuck? Oh. Oh mein Gott. Oh. Nein, ich wurde gesniped. Das war so clean gespielt von mir und ich werde von Zellzeugs gesniped. Alright, Freunde, ich hatte, glaube ich, eine zu große Fresse. Was machen wir jetzt mit 4,2K? Ruhig spielen, leise spielen, Lodi nehmen und wegrennen. Wegrennen. Oh mein Gott, der Arme, Bro. Oh mein Gott, es tut mir so leid, Bro. Ich habe dich komplett vernichtet. Es tut mir so leid. Ey, Freunde, die STG 45 ist zu overpowered. Vor allem mit dem Lodi. Aim to shoot, wenn du das hier siehst. Ich liebe dich. What the fuck? Ich weiß, du hast es nur geklaut von einem anderen YouTuber oder anderem Discord-Server. Aber du bist ein verfickter Macher. Also ich muss sagen, Freunde, ich bin eigentlich der Schlechteste, wenn es darum geht zu... Oh nein. Es ist der gleiche von davor. Ey, Bro, es tut mir so leid. Ja, also egal wie OP die Waffe ist, Freunde, ihr braucht, glaube ich, ihr braucht schon. Da schießen welche. Boah, ich glaube, ich push dahin. Retalk, ich glaube, ich push. Oh, unter mir. Oh, er weiß, dass ich hier bin. Er will sein Lodi holen. Bekommt er aber nicht. Oder doch? Bro, er spielt mit Feuer-Shotgun. Freunde, ich hab's euch gesagt, niemals pushen. Wieso habe ich gepusht? Ist das scheiße. Ich try's. Okay, Freunde, ich versuch's. Komm. Oh nein, das ist welche. Nevermind. Okay, dann vielleicht doch dahin. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie Angst bekommen und er verpisst sie jetzt von da. Nein, der ist da. So gut begonnen und so stark nachgelassen. Wir gehen rein in die nächste Runde. Alright, Freunde, zweite Runde. Wir gehen rein. Ich hoffe, dieses Mal wird es ein bisschen besser. Okay, diesmal mache ich smart. Ich droppe nicht Control Center. Es geht hier darum, Freunde, den Lodi zu testen. Die STG 44. Wir droppen jetzt mal komplett woanders und zwar hier. Ich droppe mal hier. Ich glaube, niemand wird hier landen. Wir gehen rein. Ich glaube, das sollte passen. Ich glaube, hier wird niemand landen. Passt auf, hier wird niemand landen. Hier landet wirklich niemand. Es wäre natürlich geil, wenn wir sofort eine Lodi-Kiste bekommen würden, aber ich glaube, hier gibt es keine Lodi-Kiste. Obwohl, hier gibt es meistens immer Lodi-Kiste. Ja, perfekt. Lodi-Kiste? Lodi-Kiste. Die STG 44? Meins. Unter mir sind zwei Stück. Die laufen hoch. Laufen die hoch? Oder haben die Angst? Der
Der Feind setzt eine Konterdrohne ein. Hallo, ist hier jemand? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Den Koch geholt. Wichtig und richtig. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ruhig spielen. Erster Kill schon mal gemacht, Freunde. Wir beginnen schon mal die Runde, Freunde, mit einem Kill. Das ist schon mal wichtig und richtig. Ich will so irgendwie versuchen, so schon mit Action zu spielen, aber auch ein bisschen passiv. Ich muss mal schauen. Ich darf nicht zu aggressiv sein. Denn dann passiert sowas. Von wo? Ich weiß nicht, von wo die schießen. Denkt immer dran, Freunde. Ihr könnt kein 1-on-1 gewinnen ohne Panzerplatten. Wenn euer Gegner 3 Panzerplatten hat, könnt ihr euch vergessen. Back to back der gleiche. Na, es ist der gleiche, es ist der gleiche. Ich habe keine Panzerplatten. Sind noch 24 Feinde aktiv. Feindliche Klassenmine entdeckt. Bro, das. Felix, schneid das raus. Ich schneid meine Videos selber. Alright, Planänderung. Wir gehen wieder in die Hood, Freunde. Wir gehen wieder auf Control Center. Entweder ist es eine übertrieben geistig dumme Idee, oder es ist die schlauste Idee, die ich jemals hatte. Denn hier wird niemand sein, stimmt's? Boah, das sieht clean aus. Also ich werde kurz den Timer warten. 3, 2, 1. Verbündete Ausrüstung ist unterwegs. Okay, ich höre auf jeden Fall Steps. Okay, wir haben Lodi. Wir gehen instant Lodi, instant Lodi, instant Lodi. Wie gesagt, Freunde, wir brauchen den Lodi. Darum geht es hier in dieser Runde hier. Es geht nicht darum, den Win zu holen, sondern zu testen, wie krass die STG-44 ist. Ich habe so laute Steps gehört. Hat sich einfach verpisst? Bro, er heißt Trust Me One Shot, hat aber 2 Schüsse gebraucht. Minus 1000 Aura. Das ist, oh mein Gott. Digga, das ist wirklich. Ja, okay, sorry. Sorry, dass ich lebe. Also, die Roten sind so verschwitzt. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine verschwitzte Solo-Runde. Ich glaube, das Problem ist, Freunde, das Spiel weiß, dass ich aufnehme, right? Das Spiel weiß, dass ich aufnehme. Deswegen gibt er mir die schlimmsten Lobbys. Ich habe 11k, ich könnte mir Lodi kaufen. Ich schmeiß ihn dahin. Muni-Kiste droppen. Nein. Nein. Ach, Hank Schrader, können wir doch den Load. Ich will doch auch mit der STG-44 spielen. Okay, Freunde, wir droppen das 5. oder 6. Mal neu rein. Ich liebe Warzone. Okay, da läuft jemand in Prison rein. Okay, Freunde, passt auf. Bei Grannys ist man immer sicher. Okay, hier ist niemand. Das Problem ist aber, hier gibt es auch keinen Loot. Und eine Panzerplatte, ja, immerhin. Okay. Sorry, dass ich Warzone spielen will. Die STG ist zwar eine geile Waffe, aber es bringt nichts, wenn man die beste Waffe hat, aber ein Vollidiot benutzt sie, right? Es bringt nichts. Du kannst die beste Waffe haben, die es gibt. Wenn du aber ein Arschspieler bist, dann ist die Waffe auch Arsch. Der Koch von der letzten Runde. Du bekommst noch eine Chance. Verschwende sie nicht. Digga, ich werde sie so oder so verschwenden, Mann. Ich hab kein Geld. Es ist gerade Schlussverkauf, aber ich kann mir trotzdem kein Lodi kaufen. Digga, ich brauche ein bisschen Geld. Wir haben gerade Schlussverkauf. Ich könnte mir Lodi kaufen, aber ich habe kein Geld. Ich habe nichts. Ich muss kurz schauen, wie viel kostet ein Lodi? Komm, gib mir Geld. Ah, Digga, kein Geld, nichts. Ist das ehrenlos? Das ist so ehrenlos. Oh, warte mal, hier, Kiste gönnt. Kiste gönnt auch nicht. Ein bisschen Cash, okay, immerhin. Reichen vielleicht 2,7? Digga, ich brauche 3,5. Ich bin zu broke. Bitte. Gönn mir Geld. Kein Geld. GG's. Komm, gönn mir Geld. Nee, wieder nicht. Komm, Kiste gönnen. Nein, wieder kein Geld. Junge, ich. Sound habe ich immer so viel Geld und jetzt bekomme ich. Oh! Es reicht! Schnell zum Shop! Schaff ich's? Letzte Sekunde geholt, wichtig und richtig. Okay, noch nicht zu früh, Freunde. Noch habe ich ein Lodi nicht. Okay, ruhig spielen. Komm schon, Baby. Okay. Bam. Lodi ist am Start und hoch. Instant hoch. Wisst ihr noch, Freunde, wo ich davor gesagt habe, dass ich ein bisschen aggressiver Warzone spielen möchte? Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich werd ruhig spielen. Ich spiele ganz relaxed und entspannt. Komm schon, aim to shoot. Zeig mir, wie gut die STG 44 ist. Okay, vielleicht wird es ein Sniper-Duell. Oder? Bro, die Killcam will ich sehen. Also, Freunde, Zusammenfassung. Der Lodi von aim to shoot ist geil. Ich bin total Arsch. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.